Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Bevor wir aber zum Gameplay kommen, möchte ich mich nochmal recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die ja meinen Kanal über die ganzen Jahre so toll unterstützt haben, aber jetzt auch die Leute, die noch nachgekommen sind und wir sind in der letzten Zeit, ist der Kanal echt gut nach oben gegangen. Wir sind jetzt bei 952, also vielen Dank Leute, die meinen Kanal so toll jetzt unterstützen in der letzten Zeit. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, von daher vielen, vielen Dank. Dann möchte ich mich nochmal recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die mir hier so toll gespendet haben. Ohne euch wäre es jetzt nicht möglich, dass ich mir die Quest 2 leisten kann. Von daher vielen, vielen Dank. Erstmal vielen Dank an Poldi mit 90 Euro. Und ich war letztens beim Poldi, der hat meinen Vollautomaten repariert. Der hatte ein paar Probleme und wer Probleme mit seinem Vollautomaten hat, Kaffee-Vollautomaten, der kann sich beim Poldi melden. Der hat eine Homepage, www.cosmotech.de, werde ich definitiv unten in die Beschreibung packen. Also der hat einen richtig guten Support. Ihr könnt auch Kaffee-Vollautomaten kaufen und werdet da beraten und so weiter und so fort. Also lohnt sich definitiv. Meine Maschine läuft wieder wie geschmiert. Also alles top. Ja, danke Via Mainz, danke Abraxa. Und jetzt hat noch der Adam gespendet von Rock AK Games. Und Rock AK Games ist der Entwickler, der jetzt momentan an Orkana Conflict arbeitet. Das ist ja so ein Command & Conquer in VR. Und das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, werde ich unten in die Beschreibung packen oder in die Infobox. Also mir hat es richtig gut gefallen, ist momentan noch nicht erhältlich, ist immer noch in der Entwicklung, aber selbst in der frühen Entwicklung macht das schon einen echt guten Eindruck meiner Meinung nach und ist ein Indie-Titel, ist eine Person, die das Ganze hier programmiert, also dafür funktioniert echt top und ich hatte meinen Spaß dabei und da wird es demnächst mit Sicherheit auch nochmal was Neues geben und das erstmal dazu. Leute, jetzt kommen wir zum Spiel, Phasmophobia und momentan eines der krassesten VR-Horror-Games, meiner Meinung nach. Ist sogar ein Flat-Game, als Flat-Game spielbar. Also wer keine VR-Brille hat, hat hier auch seinen Spaß. Aber in VR ist das nochmal was ganz anderes und lässt ein echtes Blut in den Adern gefrieren, muss ich sagen. Und um was geht es sich hier? Wir sind ja Geisterjäger, aber nicht Geisterjäger, wie ihr sie kennt von Ghostbusters, sondern eher, wer den YouTube-Kanal nicht kennt, die Geisterakten ist ein deutsches Team, was immer in Spukhäuser reingeht und so versucht, Kontakt mit Geistern aufzunehmen mit verschiedenen Hilfsmitteln. Und in diese Richtung geht auch Phasmophobia, nur dass in Phasmophobia die Geister einen wirklich auch töten können. Das ist in Geisterakten zum Glück noch nicht passiert, also es wäre schlimm, wenn sowas passiert. Also wer sich so ein bisschen mit der Materie mal befasst hat, was da alles für Hilfsmittel gibt, der wird die Phasmophobia auch wieder entdecken. Und kommen wir mal zu den Hilfsmitteln, sage ich mal. Wir haben einmal als Hilfsmittel die normale Kamera. Ja? Damit können wir Geister fotografieren. Wir können Orbs fotografieren. Orbs sind sollen Geister sein, die man wirklich als kleine weiße leuchtende Kugel schon mal auf Bildern sieht. Die können wir Phasmophobia fotografieren. Dann haben wir natürlich unsere gute alte Taschenlampe, die ist echt mega wichtig in dem Spiel, weil es echt sehr, sehr dunkel ist und die Geister mit den Geistern zu kommunizieren geht meistens nur im Dunkeln. Und wir werden auch gejagt von den Geistern und dann müssen wir echt Taschenlampe ausmachen und uns hinhocken und ganz leise sein. Manchmal hat man Glück, man wird dann nicht erwischt. Wir hatten dann nicht das Glück. Wir wurden erwischt und erledigt, aber das seht ihr am Ende dann. War ganz, ganz witzig. Ja, dann haben wir hier noch ein Radio und das soll die Geisterbox darstellen, sage ich mal. Und in der Geisterbox werden die ganzen Radiofrequenzen ganz schnell hoch und runter gescrollt, sage ich mal. Und dann stellt man den Geist Fragen. Und wenn man dann eine Frage stellt, soll es dann so sein, dass man ab und zu beim Durchswitchen der ganzen Frequenzen einzelne Wörter wahrnimmt, die der Geist dann über diese Frequenzen übers Radio dann hinaus schickt, sage ich mal. Und in Phasmophobia kommen dann schon mal Death Kill und sowas. Und falls euch sowas interessiert, schaut definitiv mal den Kanal von den Geisterakten. Ich werde den definitiv auch mal in die Beschreibung packen. Gibt es ein paar coole Videos meiner Meinung nach, wenn man sich für das für die Sache interessiert. Ja, das haben wir aber alles in Phasmophobia und müssen so dann den Geist entdecken, suchen.
Und dann müssen wir Beweise sammeln, um was es sich für einen Geist handelt. Da gibt es noch Thermometer, da gibt es einen EMF, also Electric Magnetic Field Sensor, sage ich mal. Der hat 5 LEDs und wenn die 5 LEDs angehen, dann haben wir eine richtig starke Präsenz und dann geht es auch teilweise in dem Spiel richtig gut ab. Dann haben wir einen Kruzifix, wir haben Salz und das haben wir aber alles auch noch nicht ausprobiert. Eine Videokamera, die wir uns dann positionieren können und wo wir dann wirklich auch in unserem Truck dann die Videokamera anschauen können, ob da irgendwas abgeht. Und ja, Leute, also das ist echt ein krasser Titel meiner Meinung nach. Ist in der Early Access, funktioniert aber für Early Access super. Also ich habe schon Titel gesehen, die echt schlimm funktionieren. Das hier ist ein Titel, der gut funktioniert. Lass uns mal einfach auf die Steam-Seite gehen. Und ja, hier sind wir schon. Und wie wir schon sehen, 9273 Bewertungen hat das Teil. Und davon 97% positiv. Das sagt eigentlich alles aus. Also dieser Titel, Indie-Titel ist es. Es ist ein Entwickler, der noch ein bisschen Hilfe hat von ein paar anderen Leuten, aber ich glaube, Hauptteil macht wirklich nur eine Person und das ist durch die Decke gegangen und ich finde es super. Und das Beste ist, dass man halt nicht nur einzeln zocken kann, sondern man kann in Koop mit 4 Leuten zocken und da gibt es jetzt ab Donnerstag, den 8.10. Oktober auf dem 3flatingo-Kanal einen Livestream mit Hoshi, mit Chris Reality und mit Zitronenarzt und ja, meiner Meinung nach, meine Wenigkeit natürlich auch. Und wir werden da auf Geisterjagd gehen zu viert und ich bin echt gespannt, wie das wird. Und ich glaube, das kann echt gruselig und lustig für euch werden. Ja, wir haben hier Einzelspieler-Online-Koop-Modus. Wir haben Unterstützung von Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen werden auch unterstützt. Wir haben komplette Bewegungscontroller-Erfassung, also ohne Probleme funktioniert das auch. Türen sind meiner Meinung nach ein bisschen hakelig noch, aber das kann dann natürlich auch noch verbessert werden. Es gibt Übersetzungen, also der Ton ist jetzt nicht übersetzt, aber die Oberflächen sind in Deutsch und das ist schon mal echt sehr, sehr gut und wichtig. Und ja, hier sehen wir noch alle anderen Sprachen, die noch unterstützt werden, aber die Hauptsprachen sehen wir ja hier schon, was für uns wichtig ist. Ja, das wäre es eigentlich erstmal. Ja, wir haben 10 verschiedene Typen, 10 verschiedenen Geistertypen, sage ich mal. Und ja, wir können wirklich, wenn wir sprechen, Kontakt mit dem Geist aufnehmen. Also man muss einstellen, das kann man auch in den Optionen testen, ob das Mikrofon funktioniert und ob das Spiel auch versteht. Und dann wird das wirklich ins Spiel eingebracht und man kann mit dem Geist dann kommunizieren. Ist teilweise ziemlich creepy, wenn man den Namen erwähnt und dann von dem Geist und dann auf einmal irgendwas passiert. Ja, aber ich will jetzt nicht zu viel labern. Lasst uns einfach das Gameplay anschauen und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei der Creep Patrol und wir haben heute einen Mitarbeiter dabei, den Tupac We Are. Hallo! Und zwar, der Hoshi sollte mit dabei sein bei uns. Leider hat er sich heute krank gemeldet nach seinem Urlaub. Kennen wir ja von Kollegen. Ja. Und wir hoffen, dass er uns irgendwann mal wieder besucht und mal wieder beim Einsatz dabei ist. Aber den Tupac, den habe ich gut eingearbeitet. Wir werden jetzt den Geist finden und ich bin mal gespannt, wie es wird für ihn. Ja, wird bestimmt sehr heftig. Wir sind in einem alten Farmhaus. Mhm. Und ja, hier sehen wir ja schon, der Geist soll Donald Garcia heißen. Ich bin gespannt, wo der auf uns lauert. Und, also Stromkasten, dass du schon mal weißt, der ist ganz hinten im Haus. Also du musst einmal eine komplette Runde runterlatschen. Und da gibt es auch keine Tür mehr, dass man schnell abhauen kann. Also man muss dann komplett einmal rum. Theoretisch ja. Sieht nicht so gut aus. Oder sind das hier auch noch Türen? Das ist ein Fenster, oder? Also hier, es sind ja 2 Stockwerke. Ja. Genau. No. Das ist auch jetzt nicht. Das stimmt, das habe ich mich letztes Mal schon gefragt, ob das Fenster sind oder Türen. Ich denke mal, das Grüne sind Türen und das Rote sind die Fenster, würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall bewaffnet mit Geisterbox, EMV und du hast... Genau, ein Thermometer mal gekauft jetzt. Ach, jetzt sehe ich sogar 16 Grad. Ja. 16,4. Theoretisch, wenn der Geist ist, müsste es ja komplett runtergehen dann. Genau. Würde ich sagen. Das ist cool. Zeigt das bei dir irgendwas an? Nee, ich sag gar nichts.
So. Ich hoffe, du siehst mal ein paar Orbs. Das will ich dir unbedingt mal zeigen. Das sieht echt geil aus. Sag mal, für die Leute, die sich schon allein für Geister interessieren, ist das Spiel schon echt geil. Da gehst du auch mit einem ganz anderen Vorurteil rein, ne? Ja. Weil du weißt, was passieren kann. Ja, das ist das Farmhaus. Also ich finde das schlimmer wie das andere Haus. Definitiv, ja. Sieht sehr creepy aus. Schlüssel habe ich mitgenommen. Musst du mal probieren, ob die Tür aufgeht. Ich versuch's. Die Türen lassen sich noch ein bisschen beschissen öffnen. Na gut, es geht. Und direkt dieses Beklemmende, wenn man hier drin ist. Okay, ich mach die Geisterbox an. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Passiert gar nichts, der erkennt mich gerade nicht. Wo bist du? Nichts erkannt, okay. Dann weiter. Gut. Hier ist schon mal der erste Raum. Hier geht's nochmal um die Ecke auch. Okay. Ah, da ist aber nichts weiter. Du leuchtest? Ja, hier sind sogar 18 Grad drin. 19 Grad. Es wird ja mal wärmer. Ah, die haben geheizt. Achso. Wo bist du? Wo bist du? Also die Geisterbox erkennt mich teilweise nicht. Wo bist du? Wo bist du? Nichts erkannt, okay. Wo bist du, Donald Garcia? Wo bist du, Chris? Ich bin hier draußen. Okay. Ich hab nur mal die Hand gewechselt, weil ich meine Taschenlampe in der Hand habe. Wo bist du, Donald Garcia? Alter! Wow! Jetzt ging die Tür. Also die Geisterbox erkennt mich nicht, aber er hat reagiert, ne? Also das Spiel versteht mich. Ja. Alter Schwede, da ging jetzt nur die Tür auf oder war es noch eine andere? Aber ich habe keinen Ausschlag auf dem EMV, ne? Doch jetzt! Zwei. Okay, aber nur ganz kurz. Lass uns hier mal rein. Ja. Müsstest du nochmal die Tür aufmachen? Küche. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Donald Garcia. Wo bist du? Gut, hier ist nix. Also die Geisterbox ist ein bisschen... buggy. Ja. Oh, guck dir mal die alten Bilder hier an. Ja, das ist schon... Wo bist du? Wie alt bist du, Donald Garcia? Passiert nichts. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob wir im Wohnzimmer bleiben sollen, weil da der Ausschlag am größten war. Wie alt bist du? Wo bist du, Donald Garcia? Geisterbox will bei mir nicht. Willst du die Geisterbox mal probieren? Na, dann nimmst du das Thermometer. Ich leg's mal hier hin. Wo bist du? Nichts erkannt. Dann gehen wir nochmal hier ins Wohnzimmer. War der Teddy vorhin schon hier? Ja, der war da, der war da. Sicher? Ja. Wo ist die Tür hier ausgerastet? Ein weiter, ne? Lass uns da nochmal gucken und dann checke ich da auch nochmal die Temperatur. Wo bist du? Nichts erkannt, nee. Okay, da ist unser LKW. Wir können natürlich auch mal hochgucken. Ja, müssen wir, ne? Ja. Weil hier hatte ich letztes Mal auch das Witcher-Board gefunden. Das lag da oben rum. Aber es hat noch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber wir haben jetzt überhaupt noch gar... Ja, gut. Die Tür ist ausgeflippt. Erkannt. Hier wird's wärmer. 20 Grad. Du bist da oben, ne? Genau. Kannst du die Tür aufmachen? Ich hab mal wieder die Hände voll. Oder habe ich auch noch... Ne, ich habe noch die Kamera. Wo bist du?
Nichts erkannt. Okay, hier ist auch nichts. Also richtig kalt ist es hier auch nicht. Ich mach die Tür auf, warte. Mhm. Oh, ist das groß, das Haus. Ja, ja, deswegen, das ist schon ein bisschen größer. Wo bist du? Nichts erkannt. EMV habe ich auch keinen Ausschlag mehr. Aber es war bis jetzt noch nicht so stark gewesen. Nee, zwei nur, aber die Wirkung war groß. Mhm. Okay, nächster Raum. Puh. Hallo. Hier haben wir 17 Grad. 16? Du? Wo bist du, Donald Garcia? Ach, Donald. Donald Garcia, zeige dich. Kein EMV. Donald Garcia, wo bist du? Nee, hier ist auch nichts. Alter, war ich jetzt erschrocken, das war nur das Holz rum. Ach, okay, da haben wir nochmal einen Speicher, haben wir auch noch. Mhm. Okay. Ey, die Bilder, die sind hier echt hart, ne? Ja. Altes Farmhaus, ne? Ja, ja. Okay. Wo bist du? 18 Grad, 17 Grad. Ja, ist doch nichts Aufregendes hier. Ich will ja eigentlich mal, dass du dich erschreckst, ne? Also mein Puls ist schon hart. Eine Grenze, glaube ich. Arbeitsvertrag hast du schon unterschrieben. Wo bist du? Nix. Okay. Also wenn hier oben nichts ist, ist er dann auf jeden Fall unten. Ja, das ist schon ein bisschen größer, die Bude, ne? Ja. Ja, deshalb hat das andere Team auch nicht den Auftrag geschafft, ne? Wo bist du? Nee, hier oben ist auch nichts. Ich habe auch keine EMV. Dann lass uns runter. Nee, okay. Ja, also ich denke mal, dass es auf jeden Fall dann unten ist. Wo bist du? Rausch geht einer hinter mir, okay. Jo, ich bin. Ich lasse dich schon nicht alleine. Das Problem ist, wenn man hier irgendwie den Ausgang sucht, dann kann man sich schnell verlaufen. Na, das Haus musst du dir schon einprägen. Und du läufst halt auch nur so langsam, das ist ja das. Und der Geist ist schnell. Achso, ich habe meine Taschenlampe verloren, das ist gut. Na prima. Da, auf der Leit. Ah, das ist passiert, als du mich überholt hast hier, oder? Ist das? Wo bist du? Nein, okay. Nichts erkannt. Kannst du mal auf die Treppe leuchten? Wir haben ja hinten noch ein paar, was suchst du? Taschenlampe, ob die auf der Treppe liegt. Taschenlampe. Hier ist nix. Okay. Hier ist er. Ja? Ja, hier. Siehst du? Als der Chris mich überholt hat, hier ist das passiert. Wo bist du? Nichts erkannt. Komm, wir stellen uns nochmal hier hin. Donald Garcia, wo bist du? EMV ist ruhig. Gar nichts bis jetzt. Können wir hier raus? Aber hier waren ja noch. Da kommst du. Aber hier haben wir ja noch die paar Räume und dann haben wir eigentlich alle durch. Wo bist du? Es kann doch nicht sein, dass heute gar keiner drauf reagiert hier. Temperatur ist. Oh, die Bilder, ey. Alter. Achso, das Bad. So, hier geht's glaube ich auch noch raus. Was ist da? Um eine Ecke? Ja, ich bin. Hier kommst du glaube ich noch raus. Oder mach mal die Tür bitte auf. Ja, geht's okay, alles ja. Klar. Ah! Oh, hier war was, hier war Hauch. Oh, wo bist du? Was willst du? Der hat Kill gesagt, oder bin ich bescheuert? Ich hab auch Kill verstanden. EMV auf 4 oder 5, ich konnte es so schnell gar nicht sehen. Wo bist du? Nichts erkannt. Der war jetzt hier hinten gewesen, ne, auf einmal. Ja. Hier haben wir noch einen Raum. Aber Temperatur habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass die irgendwie runtergegangen wäre. Ich habe irgendwie nur so einen leichten Nebel gesehen. Siehst du? Oh Gott! Da, ach so, da ist was, ein Schatten. Was? Alter! Krasse Scheiße. Alter, das ist weg! Hast du das gehört, dieses Geräusch? Nee, das hörst du da nur. So. Der Schlüssel.
Der Schlüssel liegt hier irgendwo dafür für den Raum. Also es scheint, ist eine Schattengestalt. Gut, einen Schatten haben wir gesehen. Keine Temperatur? Und EMV könnte auf 5 gewesen sein, ich bin mir aber nicht sicher, das war zu schnell. Alter Schwede. Wo bist du? Jetzt ist er wieder weg, ne? Also so einen Schatten habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Cool. Aber du findest bestimmt nicht so cool gerade, oder? Nein, das war sehr beängstigend. Aber wir wollen den Fall ja hier auflösen, ne? Ja. Wo bist du? Ich habe eine Tür gehört, Chris. Ich auch. Und da liegt ein Schlüssel. Ach, das ist ja für den Raum. Kann man doch nochmal gucken. Hab ich. Oh, jetzt habe ich gedacht, da steht jemand, das scheiß Ventilator. Aber von wo ging die Tür gerade? Das ist eine gute Frage. Im V2. Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier ist Toilette. Nichts erkannt. Wir müssen einmal rum, ne? Oh, Taschenlampe. Ach du Scheiße, Schritte. Temperatur bleibt gleich. Psch, 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 psch. Leise, 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 leise. Licht, Licht aus. Alles gut. Aber ich höre nichts mehr. Doch, ich wohl, ich wohl. Nee, das sind wir, wenn du dich mal ein Stück bewegst. Wo bist du? Alter, ist das krass. Okay, wir gehen die Tür rein, oder? Also der ist nicht aufs Töten aus. Also es ist noch keiner tot von uns. Okay. Nee, ich komme nicht rein. Nee? Ich höre wieder... Dielen knarzen gerade. Das ist normal. Nee, der war vielleicht nicht der Raum. Doch, warte mal, die gingen auf. Aber ich leg das mal kurz hier hin. Also ich krieg sie nicht auf. Das sieht so aus, dass der Schlüssel hier nicht passt. Ja, ich habe jetzt irgendeine Tür gehört. Wo bist du? Ich sag kein. Ich dachte, bei dir hat es jetzt gepiept. Hast du die Kamera dabei? Sollen wir die hier mal stehen lassen? Das ist halt. Oh. Licht aus. Ich hab Schritte gehört. 16 Grad. Der ist hier drin. Ja, die blinkt immer noch. Aber im EMV kein Ausschlag. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay, komm, wir gehen. Lass die Kamera mal hier. Ja. Ich würde die hier auf die Werkbank legen, wo der Hammer ist. Jo? Oder lieber hier hinten? Da, hier dann hinten. Dann können wir die eine Tür und diesen Raum, diese Ecke, wo der Schatten war, auch sehen. Oder hier auf den Karton. Kannst du da auf den Karton legen? Dann hätten wir hier diese Ecke, wo der Schatten erschienen ist. Das habe ich natürlich noch gar nicht gesehen, so ein Schatten, ey. So. Okay. Geisterbox? Der Ausgang habe ich. Okay, dann komm. Donny Garcia, töte Tupac. Töte Tupac. Nein. Die Tür war offen, oder? Ja, die war eben offen, die ist zu, ja. Dann können wir auch rausgehen, ne? Scheiße. Was ist los? Ich höre Schritte. Die Tür ist zu. Ach, Scheiße. Chris, die Tür geht nicht auf. Versuch die Temperatur. Jetzt geht denn die Tür nicht auf. Fuck. Alter, ist das krass. Jetzt geht's auf, okay. Boah, war das krass.
So was habe ich in meiner Laufbahn noch nie erlebt. Also der will dich nicht, der will uns nicht töten. Ich habe jetzt wie so, so ganz... Die ganze... Ja, genau, genau, das habe ich jetzt... Aber guck dir mal an, wie krass das ausgeschlagen ist hier. Also wir müssen unbedingt mit dem Fotoding noch mal rein. So, wir haben ja hier die Kamera gelassen. Genau, musst du noch Maus umschalten? Genau. Will er nicht bei mir? Da. Da. Ah, das Licht aber angelassen. Also nee, das Licht haben wir nicht angemacht. Jetzt. Jetzt. So, was haben wir noch? Mal alleine reingehen? Was haben wir? Boah. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ja, das ja. Vom Gaskuppelmangel, da gibt es Kohle dafür. Ne? Also Temperatur macht gar keinen Sinn, weil... Wir können was, genau. Genau, lass uns das mitnehmen. Ich würde ja sagen, dass einer noch... Hättest du noch Platz für das Kruzifix oder nicht mehr? Nee, ne? Nee, ich habe die UV-Lampe hätte ich noch. Die könnten wir nutzen. Warte mal, da tausche ich die einmal. Lege ich die hin. Weil dann haben wir eventuell noch einen neuen Beweis. Oh, den Schatten hätten wir fotografieren müssen. Das sah cool aus. Da glaubt uns der Hoshi doch nicht. Nee. Du gehst doch mal freiwillig rein, ja? Wir müssen. So, komm. Ist die Tür bei dir auch zu? Ja. Ja. Okay. Hallo. So kurz, Walkie-Talkie-Check. Chris, hörst du mich? Ja, geht. Aber ich sehe fast nichts mit der Lampe hier. Ja, ich leuchte. Sobald du irgendwas wahrnimmst, mache ich ein Foto, ja? Soll ich mal ein Foto machen von der Tür jetzt? Ja, es blinkt. Wir müssen mal. Ich habe mein Buch verloren. Das ist schlecht. Scheiß Lichtflacker. Donald liegt... Garcia, zeige dich. Hörst wieder zu, das ne? Das ist das Loch, aber vorher nicht hier. Nee. Alter, soll ich ein Foto machen? Ich mache ein Bild davon, ja. Der will uns nichts tun. Der ist eigentlich friedlich. Sollen wir nochmal hinten in die Ecke? Wo bist du? Nichts erkannt. EMV ist ruhig. Gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Geist? Der tut uns auch nichts, er ist eigentlich friedfertig. Aber scheiße, weil die das Geisterbuch jetzt nicht haben. Das habe ich bestimmt. EMV 2. Wo bist du? Der will nicht mal mit uns reden. Ah, fuck, ey. Bist du tot? Ja, Leute. Ja, du musst jetzt alleine weitermachen. Ich bin alleine. Ja. Und Chris ist leider tot von uns gegangen. Ich werde jetzt versuchen, noch ein Foto zu machen. Chris, bist du bei mir? Dein Gerät ist noch ruhig. Mach langsam. Da geht das Licht an. Ich halte mal ein paar Minuten die Schnauze, da hörst du mal, wie sich das Solo anfühlt. Ich fühle mich schon solo hier. Also, er wollte uns umbringen, definitiv. Oh, ich habe gerade so Angst. EMV ist ruhig. Okay, es flackert. Okay, Licht geht aus. Spielt mit mir. Ich kann immer langsam nur noch gehen. Licht ist wieder an hinten. Leute.
Da ist Chris. Komplett den Hals umgedreht. Wo bist du? Wo bist du? Sind auch nichts. Ich guck mal, ob wir unser Buch... Ah, warte mal, das kann ich dir ja... Ach nee, ich kann nicht rausgehen. Ich guck mal kurz, ob das Buch drin liegt, weil ich würde gerne echt das Geisterbuch hinlegen. Nee, du musst mal in der Ecke gucken, ich habe das mitgenommen. Da liegt's. Ach, hast du. Und das lege ich jetzt dahin, wo auch... Wo halt... Der Chris gestorben ist. Was sagst du zur Stimmung vom Spiel? Sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Keine Jumpscares oder so, ne? Das ist alles... Der macht auch Lichter an. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. So, ich muss die UV-Lampe jetzt nehmen. Auch wenn ich dadurch weniger sehe. Aber vielleicht siehst du an mir irgendwelche Spuren. Aber es sah nicht so aus, ne? Nee. Dein Kopf ist komplett gedreht. Aber als Geist Okay. Lebt sich nicht so schlecht. Licht flackert wieder. Ich höre Schritte. Ich sehe ihn sogar. Alter. Alter. Der kommt direkt auf dich zu. Ah! Ja! Ich habe die Tür nicht mehr aufgekriegt. Die ging nicht mehr auf. Musst du im Discord wieder anmachen. Ich hab den gesehen, wie der angelaufen kommt. Jetzt hab ich auch... Wir haben $10 gekriegt. Ich hab ein Foto von dem. Geil. Aber das sehen wir das? Jo. Wir haben hier Bilder gemacht. Geil. So hab ich den auch gesehen. So sah der aus. Und der hat so... Ich sehe da nichts auf dem Bild. Hier, auf den letzten. Auf dem? Ne. No? Ich sehe da eine Couch, das Wohnzimmer. Nee, du hast das, was du gerade gemacht hast, das Bild sehe ich hier. Das ist bei mir hier. Ach, das ist krass. Ja, Leute, es ist ziemlich dunkel, das Bild. Aber ihr seht hier diese Kreatur, hier die Tür noch. Und hier in der Ecke habe ich mich ja hingekauert, ne? Weil die scheiß Eingangstür nicht mehr aufging. Boah, war das krass. Wie findest du das mit den Händen? Ja, schon beängstigend, ne? Also, Aber hast du für den ersten Einsatz echt gut geschlagen, muss ich sagen. Boah, ja, alleine war das nachher nochmal eine Ecke härter, ne? Wenn man da alleine komplett durch ist und man, man hat hier den Kollegen nicht mehr, den es dahin gerafft hat. Ja, was sagst du zum Spiel? Ist geil, ne? Mega geiles Spiel. Aber mich interessiert auch, was die Zuschauer davon halten, von dem Game hier. Schreib's einfach mal definitiv in die Kommentare. Und wir wollen ja jetzt eine richtige Session starten, Session, ne? Genau. Ja. Und da gibt's auch vier Leuten zusammen. Da wird's auch definitiv Livestreams geben, wo wir das Spiel spielen. Tote wird's geben. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Like raus. Abo-Button natürlich nicht vergessen. Beim Chris auf dem Kanal schauen, ne? Der ist unten auch verlinkt, der Hoshi ist unten verlinkt, Zitronenarzt und alle anderen sind auch so verlinkt. Also definitiv mal raufgucken, Like da lassen, Abo da lassen. So ist es. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.